Tja, Treffer 2. Okay, gucken wir mal. Tja, wie schön. Na, endlich. Protektorensteuerung, jawohl. Protektron heißt das Ding. Dieses Interface ist ausschließlich für Techniker mit Robco-Lizenz vorgesehen. Der unsachgemäße Umgang mit Protektron-Einheiten kann bleibende Schäden verursachen. Status, Einheiten laden inaktiv. Zwei Einheiten mit diesem Terminal verbunden. Persönlichkeitsmodus ändern wir erstmal auf Erste Hilfe? Weiß ich nicht. Machen wir Erste Hilfe. Und dann machen wir Einheiten aktivieren. Ich schütze und diene. Schützen und dienen ist sehr gut, weil töten ist doof. Was bist du eigentlich? Der hat ein MG. Ich schütze und diene. Alles klar. Lassen wir den einfach mal. Ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe. Hä? Okay, die habe ich da unten auch schon aktiviert. Ich nicht irgendwas noch hier. Molotov Cocktails habe ich 2. Eingeweide um den Hals. Das werden gute. Ich guck mal, ob ich den auch töten kann. Oh, der hält schon viel aus, ne? Lass ich lieber. Stahlplatte Militärstandard. Oh, ich bin schon wieder zu schwer. Das ist immer doof. Da ist noch ein Terminal, ich schätze mal, das ist genau dasselbe wie sonst. Nochmal hacken. Ah, nee. Geschafft. Ja, ist Protektorensteuerung, alles klar. So, ich hatte jetzt einfach nur Glück. Keine. Ich hatte echt Glück, dass ich beim zweiten Mal das erwischt habe. Blind einfach drauf los. Ist wahrscheinlich am besten. Da drin ist ein Medipack. Ich sehe es doch. Ja, komm. Jawohl. Nutzen Sie im Notfall die dafür vorgesehenen Telefone, um polizeiliche Hilfe anzufordern. Mach mal Licht, es werde Licht. Ich werde im Koffer sogar nur Scheiße. Ah, schon wird da verkackt. Laborkit. Naja, wenigstens die bisschen EP nehmen wir mit. Blast Ready, das Brettspiel. Das wollte ich doch gar nicht mitnehmen, Mann. Sachen in Schatten gehen weg? Hä? Willst du mich verarschen oder wie? Könnt ihr auch wieder raus? Na komm schon. So, was waren eigentlich noch? Ich wollte noch Mods irgendwas sagen. Dass ich Mods installiert habe. Das waren die 2 Dialogdinger. Ach genau, und eins noch.
Aber das sieht man hier nicht. So, das haben wir gesäubert. Die Waffe ist irgendwie kacke. Ich weiß nicht. Aber wir sammeln jetzt einfach mal ein bisschen. Wir haben aber so viel Munition, deswegen benutze ich die. Auch wenn die so kacke ist, ein bisschen. Aber irgendwie tötet halt der... Ach genau, diese Bretter hier, die sind auch texturiert. Anders, also neu, also besser. Aber der Typ mit seinem Hammer, der haut einfach alles kaputt. Können wir dem auch... Nee, können wir nicht. Okay. Kronkorken. Impro-Revolver-Scharfschützen. Impro-Revolver? Entweder oder, was ist das denn? Schlüssel zum College Square, aha. Theoretisch dürfte ja hier nichts mehr sein. Wir haben ja geklärt, ne? Mission war säubere. Da hinten steht einer rum. Nee, ich krieg keine EP, wenn der die zermatscht. Das heißt, es ist scheiße. Komm, hey, ich lass den mal hier stehen. Was du brauchst? Warte da. Hier bleiben? Strong verwirrt. Nix verwirrt. Stehen bleiben, hab ich gesagt. Ganz einfach. Das ist nämlich doof. Wir haben die ganze EP, man, so viel EP geben die einzelnen Monster jetzt nicht, aber haben oder nicht haben. Ne, da ist die Frage. Tagebuchfragmente. Ja. Mine, Instagram. Ja, schon wieder zu schwer. Zu schwer, zu schwer. Lötlampe. Das ist ja auch komisch, dass schon die Mission eigentlich abgeschlossen war. Und dann kam aber noch ein Typ. So ein Zombie. Ghoul. Entschuldigung, sind ja keine Zombies. Da wurde ja auch irgendwo geschrieben. Boah, das sind keine Zombies, sind Ghoule. Dafür, dass es Ghoule sind, haben sie aber eine hohe Ähnlichkeit. Cool. Rosafarbenes Kleid, ja, das müssen wir anziehen. Haben sie eine hohe Ähnlichkeit zu... Untoten. So, warum kann ich denn irgendwie überhaupt nichts mehr? Ich kann nicht mehr klar denken, wenn ich hier spiele. Kann ich aber nicht klar denken. Ich dachte jetzt gerade, hier ist eine Mine. Da hätte ich einmal drauf geachtet, ob hier eine Mine ist. EP gibt, ja? Nicht schlecht. Eingestürzt. Wie dunkel ist es hier eigentlich? Noch nicht so dunkel. Ach du Schande. Tja, keine Arme, keine Beine, machst du keine Führerscheine. Genau so ist das nämlich. Und mir fällt gerade auf, das ist ja gar nicht das, was ich eigentlich wollte an Waffe. So, was habe ich denn jetzt überhaupt? Schnellstecherabzug, Impro-Scharfschützengewehr, das ist ja komplett das Falsche. Ich wollte ja eigentlich das Ding da. Der Giftmischer, lege ich mal auf die 4. Das ist nämlich das Gute gewesen.
Ja, genau. Mit dem haben wir alle weggeschnetzelt, so schön. Und da brauchen wir genau dieselbe Munition. Guck dir mal das an, wie das geht, Alter. Das Ding geht ab. Scharfschützengewehr. Wer braucht denn das? Braucht doch keiner. Kein Mensch braucht das. Schlagring. Haufenweise Zeug. Patrone, Patrone. Und da haben wir wieder über 1000. Das sind diese 32er. Patronen. Die gibt es halt echt in Überfluss. In den MGs. Aber wahrscheinlich braucht man davon auch noch ganz viel. Ach du Scheiße. Boah, jetzt habe ich einen kleinen Schreck gekriegt. Oh. Ja, das ist nicht so. Ohne. Ja, und mit den Mods, ne? Also ich hoffe mir da ja schon, dass wirklich diese Texturverbesserungsmod wirklich immer weiterentwickelt werden. Immer wieder neue Dinge dazukommen. Mal da ein Tisch, mal da ein Boden, da mal eine Wand, da mal eine Tür. Da haben wir einen Schlüssel dafür. Für die Tür haben wir einen Schlüssel dafür. Da können wir ein Lied draus machen. Ich habe einen Schlüssel, ich habe für die Tür einen Schlüssel dafür habe ich für die Tür. Oh mein Gott, das ist so peinlich, was ich hier mache eigentlich. Warum gucke ich überhaupt? Also der Grund, warum ich Let's Plays mache, ist ja eigentlich ganz einfach der. Man ist ja irgendwo an dem Punkt angelangt, wenn man nur spielt, naja, schnell durch, 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 hier so, man guckt sich gar nichts mehr an. So, zum Beispiel die Uhr, die sieht total scheiße aus, aber das merkst du halt gar nicht mehr, wenn du so normal spielst. Also wenn ich normal spielen würde, würde ich hier durchrennen, ich würde hier nicht mal reingucken in den Zug, weil es mich einfach nicht interessiert. So, und deswegen beim Let's Play muss man halt doch immer, geht ein bisschen genauer drauf ein. Man guckt sich alles ein bisschen genauer an. Man guckt sich alles ein bisschen besser an und dann hat man so einen Hänger, wie ich gerade. Nee, ich wollte zuhören, was die Ansage sagt. Und dann guckt man sich das an. Ach so, hier kommen wir wieder runter. Ah, das ist interessant. Ja, das ist interessant. Ja gut, wir haben das jetzt eigentlich abgeschlossen, dann können wir raus. Man guckt sich alles ein bisschen besser an und dadurch ist man auch tiefer im Geschehen an sich drin. Und das macht es natürlich wieder sehr viel interessanter zu spielen. Es lohnt sich wirklich ein Spiel zu kaufen dann. Weil normales kaufst du so 50 Euro Spiel, dann zockst du das 2 Stunden. Also ich, mir geht es meistens so, du zockst das 2 Stunden und dann denkst du dir, nee, ist halt ein Spiel. Und ich denke mal, wenn ich kein Let's Play von Fallout machen würde, dann hätte ich das gespielt bis ein, zweimal gestartet, ein paar Missionen gemacht, so in dem Punkt, wo wir jetzt sind. Und dann denkst du einfach so, ja, okay, ist gut, nett und schön, aber ja, nö. Und deswegen mache ich das auch nicht. Dadurch macht das natürlich alles wieder mehr Spaß. Und man... Ja, es lohnt sich einfach. Und das ist halt, der Nebeneffekt ist einfach davon. Eben, man könnte halt auch so tun, als ob man halt aufnimmt und das kommentiert während dem Spiel. Ist halt aber doch ein bisschen sinnlos. Da macht man halt einfach dann... Ja, einfach halt Let's Plays, lädt die hoch. Dann kann sich jemand angucken, der halt Lust dran hat. Und man hat selber mehr Freude dran und der sich's anguckt, kann auch Freude dran haben. So einfach ist das eigentlich. So, und die Texturen hier, das ist echt doof. Das stört mich gerade ein bisschen. Warum bin ich eigentlich... Das zum Beispiel so ein Aspekt jetzt. Gerade ich bin hier einfach in diesen... dieses Haus reingegangen, weil dann Ghoul war und jetzt durchsuche ich das schon wieder komplett. Ja, so. Ja. Es ist halt überhaupt nichts Ordentliches drin. Aha, da drüben sitzen Ghoul im Bus.
hier einfach Gebührenplan. Ich habe keine Ahnung. Aber die nützlichen Sachen sind meistens oben, ne? Das Geld und so, das haben sie schon so gemacht. Abgestimmt Jagdgewehr. Mit Tasche, Metallrüstung, rechter Arm. Hm, da muss ich mal gucken. Rechter Arm, nee, das haben wir. Metallrüstung, mit Taschen, Metallrüstung, linker Arm. Rechter Arm? Was haben wir eigentlich? Warte mal. Das ist die Metallrüstung, rechter Arm. Das heißt, ich suche rechtes Arm. Rechter Arm. Haben wir nur eine Lederrüstung? Das heißt, wir können eigentlich das anziehen. Hat mehr Rüstung. Und das Ding schmeißen wir weg. Das ist ja perfekt. Und Waffen haben wir gerade aufgenommen. Abgestimmtes Jagdgewehr. 37. Ja, das ist so eine langsame. 10 mm. Kalibriert brauche ich auch nicht. Impro, das ist eigentlich. Schwerjagdgewehr. Schwierig. Weiß auch nicht, was das T45 hier. Das ist die Powerrüstung oder warum habe ich die überhaupt dabei? Check ich nicht. Muss ich wieder irgendwas? Komm hier so. Die normale Lasermuskete brauche ich nicht. Ich habe ja schon was Besseres. So. Holly. Penta mal eben kurz. So, boah. Was haben wir denn? Waren wir da unten schon? Nee, das ist ein anderes Gebäude, ne? Ja. Normalerweise hängen in Klos ja immer diese Medipack-Dinger rum. Hier scheinbar nicht. Was hängt denn da im Fenster? Das ist die Klimaanlage. Ich dachte, da hängt ein Typ. Ein Typ aus dem Fenster, ey. Das wär's. Da ist ein Tresor, da ist ein Tresor. Provisorische Bombe. Oh. Oh. Das war ja mal knapp, ne? Hier. Krass, krass. Ich achte halt überhaupt nicht auf so Fallen, ne? Das ist halt echt übel. 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 Knack, abgebrochen. Oh. Ach, komm schon. Komm schon. Wär's. 50er Kaliber. 24 Schaden im Bruch. Nee, brauchen wir nicht. Gehen wir da jetzt raus? Nee, können wir gar nicht. Tür einfach zugenagelt. Aber da geht's rüber. Da geht's runter. Das sind Waschmaschinen. Ich schätze mal, das war ein Waschsalon. Aber hier steht. Nee, das ist ein. Das war sowas wie eine Verkaufs. Ladentype, ne? Kühlschränke, aber keine Cola. Was ist denn hier eigentlich in 30 Metern? Können wir die Quest abgeben? Hier waren irgendwo in dem Bus waren doch Ghule, ne? Oder? Da hinten, genau. Da müssen wir uns auf jeden Fall ein Zielfernrohr drauf klatschen auf das Ding. Och, macht das Spaß einfach, die Körperteile abzuballern. Ah, wie ärgerlich die Bluttexturen hier so verpackt sind. Ah, das ist ärgerlich.
Den einen Tag funktioniert es gut, aber das ist, glaube ich, ja, das muss ich mal hotfixen irgendwie. Vielleicht mache ich auch gleich eine Pause und mache das, weil das ist halt echt störend. Echt störend ist das. Aufgabe. Melde dich bei Ritter Rice, genau. Da können wir das Erkundungsteam, wo ist denn das? Aha, so weit weg. Nee, da geben wir erstmal die Quest ab. Im Polizeirevier. Wo ist denn eigentlich die Polizei? Museum der Freiheit? Museum der Freiheit zum... What? Wenn ich da jetzt schnell reise... Ziemlich sinnlos, da kann ich euch laufen. Ach genau. Ja, okay, es wäre ziemlich sinnlos gewesen, wir waren 3 Meter daneben. Gule? Nein, doch nicht. Ladebalken! Chup-dubidu-up. Rice, ich hab deine scheiß Aufgabe gemacht. Liebe mich dafür. Der Ort ist hoffentlich gesäubert. Belohnung? Ja. Du musst fragen? Glaub schon. Du musst fragen. Da musst du noch fragen? Ja, ich muss fragen. Das ist mein Job. Hier, nimm das. Wenn's dir nicht gefällt, Pech gehabt. Solange es die Bruderschaft gibt, haben diese Monster keine Chance. Wenn du bereit für eine weitere Operation bist, weißt du, wo du mich findest. Bereit. Wie lautet die Mission? Wie lautet die Mission? Stört die Strahlung dein Hirn? Du führst unsere Mission fort, diese Ausgeburten vom Erdboden zu fegen. Bereit? Ich bin bereit. Besser ist es. Hier sind Einzelheiten zum Ort der Säuberung. Erfüll die Mission, dann melde dich zurück. Okay, der hat immer Reinigungsmissionen. Hat die Alte hier noch? Gelehrte? Hoffentlich bist du bereit, wieder rauszugehen. Es gibt für uns noch so viel zu entdecken. Einzelheiten. Was muss ich tun? Du suchst an einem bestimmten Ort nach Technologie. Sei bereit, unterwegs Gegner zu erledigen. Alles klar, bin bereit. Bestätige. Genau das wollte ich hören. Ich habe den Ort auf deiner Karte markiert. Bleib wachsam. Genau, wir nehmen hier einfach alles an. Was hat der Paladin Dance? Je eher Halen diesen Sender installieren kann, desto... Ja, ja, okay. Wir haben alles angenommen. Das machen wir dann nebenbei so. Das sollte ganz funktionieren, ganz gut. Und ich glaube, wir gucken jetzt mal, was wäre denn jetzt am sinnvollsten. Können wir nach Diamond City gehen, ne? Da würden wir wahrscheinlich wieder haufenweise... Sprich mit den Siedlern bei der Kindergruppe Greentop. Nee, weißt du was, wir gehen jetzt mal... Wir machen jetzt mal die Hauptmission. Nämlich nach Diamond City. Da ist Diamond City. Irgendwie habe ich da wohl trotzdem das Gefühl, dass hier alles irgendwie eine Stadt ist. Eine Stadt... Eine große Stadt einfach. Aber sei es drum. Wir gehen hier nach Backstreet Boys. Und von da aus dann nach Diamond City. Todesschuss, beliebte Maschinenpistole, eine automatische Feuerwaffe mit hoher Magazin. Die Kapazität. Aha, das ist die Tommy Gun. Glaube ich, heißt die Tommy Gun? Ich weiß nicht. Boah, Alter, die Ladebalken sind so lang. Da kann ich mir ja einen Kuchen backen in der Zeit. So, und du? Aufgepasst. Was? Position halten. Strong, komm schon. Hier warten. Bleib da. Nicht vergessen. Wir lassen den da, weil der nervt mich ein bisschen. Der klaut uns die ganze EP. Ja, das Wasser. Das Wasser ist auch so ein Mod, ne? Den habe ich eigentlich auch installiert. Das sollte besser aussehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das schon besser aussieht. Ist das diese Animation, die hier so durchgleitet? Sieht, glaube ich, besser aus als vorher. Könnt ihr ja sagen, ob das besser aussieht, das Wasser, als vorher? Ich glaube schon.
Weil wegen Isu einfach. Andere Richtung, hier so in die Richtung. Ne? Ja. Können wir da hoch? Hoppsa. Oh mein Gott, da muss ich jetzt durch die ganze Stadt durchlatschen. Das ist ja nicht mehr ziemlich gefährlich, weil Minen und Jaguars. Jaguars, ich will immer Jaguars sagen. Wahrscheinlich heißt es auch Jaguar. Oh. Ach, was weiß ich. Baseball. Gehen wir da mal hoch durch die Gasse. Die Stadt ist schon ziemlich groß, also das ist, muss man sagen, da kann man einfach nicht meckern, oder? Was ist das denn? Diamond City Sicherheit. Okay, den dürfen wir nicht anschießen. Sind wir schon in Diamond City? Nee. In Diamond City. Ach, das ist dieses abgesperrte Ding hier, oder wie? Wo kommen wir da rein? Na, das ist aber schon noch weit weg. Milch. Leere Milchflasche. Schade. Nuka-Cola? Auch nicht. Huch, da war gerade irgendwas. Lademäßiges, ich weiß es nicht. Sind die im Baseballstadion, haben die eine Diamond City reingebaut oder wie? Oder was? Da ist ein Pfeil, da ist ein Ding, das zeigt hoch. Diamond City, ja, da ist uns angeschrieben, ja, sehr gut. Protected by the wall. Zentrum. Was haben wir da? Gucken wir mal kurz einen Abstecher hier rein. Vielleicht haben wir hier so irgendwas. Ja, wohl eher nicht. Nö. Nö, nö, nö. Och, eine Maschinenknatterparole. Pistole. Parole. Parole, Parole. Ach ja. Hallo, guten Tag. Ist das Diamond City? Folge einfach den Schildern. Ach so, das ist ein Schild. Das ist eine Mauer. Ich bin doch da. Was heißt, du kannst das Tor nicht öffnen. Hör auf mit dem Mr. Nee. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich habe Befehl, dich nicht reinzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mache nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier, du kannst mich nicht einfach aussperren. Mach auf. Guten Tag. Du da, du willst doch nach Diamond City, oder? Ja, ich will rein. Wer bist du? Was? Wer bist du? Psst, spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hm. Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch den Laden gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Diamond City? Das hier. Diamond City. Was ist das für ein Ort? Oh, das grüne Juwel? Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Jeder, der im Commonwealth irgendwie wichtig ist, kommt hierher, hat sich hier niedergelassen oder ist hier rausgeflogen. Eine große Mauer, Stromversorgung, funktionierende Kanalisation, Schulen und ein paar Sicherheitsleute machen Diamond City zu dem riesigen Monster, das es ist. Du wirst es lieben oder hassen. Du wirst schon sehen, da bin ich mir sicher. Komm. Gehen wir. Okay. Piper, wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin.
Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich! Ich war das werde eine offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse aus. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Welche Zeitung? Zeitung unterstützen? Hasse Zeitung. Nicht meine Angelegenheit. Zeitungen. Was ist meine persönliche Meinung zu Zeitung ist? Welche Zeitung? Von welcher Zeitung redest du? Meiner. Public Occurrences. Wir sind die Stimme der Wahrheit. Also, bist du für uns oder gegen uns? Irgendwas Stimme der Freiheit? Auch nicht meine Angelegenheit. Diese Sache geht mich eigentlich nichts an. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Kollege. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort. Für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Streit zwischen euch. Worüber streitet ihr beiden eigentlich? Was glaubst du? Wenn man Lügen druckt, sind alle glücklich. Aber wenn man die Wahrheit druckt... Also bist du aus einem bestimmten Grund in unserer Stadt gekommen? Vermisste Person. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Du suchst jemanden? Wen denn? Ein Junge. Ein Junge suche ich. Einen kleinen Jungen. Er wurde entführt. Hast du gerade entführt gesagt? Und McDonough? Wird die Diamond City Sicherheit der Sache nachgehen? Und was ist mit den ganzen anderen vermissten Meldungen, die du bisher ignoriert hast? Hör nicht auf sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Wer kann helfen? Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Wer kann mir helfen? Es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit für weitere Fragen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Stadt. Das ist doch lächerlich. Die Diamond City Sicherheit kann nicht mal einen Mann entbehren, um zu helfen? Ich will die Wahrheit, McDonough. Was ist der wahre Grund dafür, dass die Sicherheitsleute nie den Entführungen nachgehen? Ich habe jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwarnt. Ja, red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. Vom Bürgermeister persönlich in Diamond City begrüßt werden. Fühlst du dich da geehrt? Pass auf, ich habe noch was zu erledigen, aber komm doch nachher mal in mein Büro vorbei. Ich habe da eine Idee für einen Artikel, für den du perfekt geeignet wärst. Story des Jahrhunderts. Begib dich zu Pipers Büro. Nein. Ja, okay, ich geh rein. Ich lass ja schon gut sein. Oh, Ladebalken. Supermutanten wird oft von mutanten Hund begleitet. Monströse Bestien, die so gefährlich sind wie ihre Herren. Naja, die sehen gefährlich aus. Alter, ekelhafte Viech. Ladebalken zwischen dem offenen Gelände ist ja noch toller als eine Tür. Wo man weiß, okay, da ist ein Ladebalken, aber das war jetzt überraschend. So einfach in die Stadt rein. Naja. Entdeckt Diamond City. Oh. Ich habe in Diamond City nur 43 FPS auf Ultra. Was ist denn da los? Naja. Bürgermeister. Bürgermeister McDonough? Entschuldige mich, aber ich habe im Moment sehr viel zu tun. Bist du denn? Was hast du denn in der Hand da? Ach, Zeitung vielleicht? Hallo, Nat. Hallo. Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Danke. Danke, schätze ich. Das ist kein Witz. Das Institut entführt Leute. Du solltest dich besser informieren, wenn du länger hier bleiben willst. Das Institut? Das Institut? Du hast noch nie was vom Institut gehört, Mister? Sie holen sich nachts Leute und man hört nie wieder was von ihnen. Steht alles in der Zeitung. Solltest du besser lesen, bevor sie dich auch erwischen. Wer ist verschwunden? Wer ist denn verschwunden? Fremde, Bewohner aus der Stadt, Snobs aus den Stands. Scheint, dass etwa einmal im Jahr jemand verschwindet.
Und wir alle wissen, warum. Also pass besser auf. Das Institut ist da draußen. Und sie machen bestimmt auch nicht vor dir Halt. Wie gesagt, steht alles in der Zeitung. Ich glaube dir. Wer ist denn verschwunden? Fremde. Oh, ich habe mich verdrückt. Hm. Ich glaube dir ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Mister. Was machst du eigentlich hier in Diamond City? Die synthetische Wahrheit hinzugefügt? Was ist das denn? Ach so, das war wahrscheinlich die Zeitung. Diamond City, vermisste Person. Ich bin hierher gekommen, weil ich jemanden suche. Lass mich raten. Dieser jemand ist verschwunden, stimmt's? Ich hab's dir doch gesagt. Und wen suchst du? Ein Junge. Nach einem Baby. Es wurde entführt. Ein Baby? Wow, das ist neu. Meistens sind es Erwachsene. Da wirst du Pech haben. In Diamond City sucht niemand nach verschwundenen Leuten. Verschwundene Leute bedeuten, dass das Institut seine Finger im Spiel hat. Und niemand will die Aufmerksamkeit des Instituts erregen. Oh, er tut ja so, als ob das was Besonderes wäre. Kann überhaupt irgendjemand helfen? Du bist doch ziemlich schlau. Gibt es nicht irgendwen in der Stadt, der keine Angst vor dem Institut hat? Naja, es gibt da den Detektiv, Mr. Valentine. Er hat vor nichts und niemandem Angst. Wenn dir jemand helfen kann, dann er. Danke, Nick Valentine. Was weißt du noch über diesen Mr. Valentine? Ich weiß, dass alle Erwachsenen, die dorthin gehen, das niemals zugeben würden. Ist das nicht mal wieder typisch? Den Leuten, die einem am meisten helfen, dankt es mal wieder niemand. Danke. Danke. Du warst mir eine große Hilfe. Denk daran, das Institut ist da draußen. Pass auf dich auf. Zu dir waren wir mal nett. Normalerweise sind wir ja eigentlich böse. Alfheis Kapelle. Diamond City Markt. Hey du, hab hier jede Menge Brahminfleisch am Haken. Brahminfleisch? Moment, was ist das für ein Fleisch? Hast du noch nie einen Brahmin gesehen? Groß, dumm, vier Beine und zwei Köpfe. Das einzige Rindvieh, das es noch gibt. Alles kommt frisch von der Farm der Cotmans. Manchmal bekommen wir auch komisches Zeug von den Karawanen rein. Verrücktes Zeug, was? Komisches Zeug? Noch komischer als Fleisch von zweiköpfigen Kühen? Ja, du Traumprinz. Noch komischer als das. Meierlurk, Bläfliege, Red Hirsch. Alles Eiweißlieferanten, oder nicht? Und im Commonwealth darf man nicht wählerisch sein. Handeln. Dann lass mal sehen, was du so hast. Schau dir mal die Stücke an. Das ist der erste Händler, den ich irgendwie hab. Mein Inventar, Polly. 45 Kronkorken für 15 Schuss. Ne, da will ich nicht. Kann ich was verkaufen? 900 Kronkorken, 900 Schuss. Aha. Ne, mach ich nicht. Wir könnten ein bisschen was verkaufen. Ne, das schenkt er. Ach so. Wenn er das nicht sagt, verkauft er das, oder? Minus 1. Plus 1. Verstehe ich nicht. Ich will aber eigentlich gar nichts zu essen kaufen. Ich will mehr oder weniger Super Saloon. Wenn irgendwer in Wahrheit eins von diesen Dingern ist, dann seine Sekretärin. Sie und ihre perfekte Frisur. Mhm. Die Sekretärin des Bürgermeisters. Mhm. Komm schon mal. Ich schneide ihr die Haare und ich erkenne menschliches Haar. Aber das ist es doch, Johnny. Dir würde der Unterschied überhaupt nicht auffallen. Wenn du McDonough mit deinem Rasiermesser schneiden würdest, würde er bluten. Das hat gar nichts zu sagen. Hier bei uns nennen wir deinen Haarschnitt den Plünderer Spezial. Die kleinen Blutflecken geben dem Ganzen eine persönliche Note. Wäre vielleicht mal wieder Zeit für einen neuen Schnitt. Optionen? Haarschnitt 15? Welche Möglichkeiten habe ich? Alles ist möglich. Glatze, lange Haare, kurze Haare, Zöpfe, Stufen. Ja, es ist leichter, wenn ich es dir einfach zeige. Ich habe hier einen leeren Stuhl, der nur auf dich wartet. Okay. Ja, okay. Setz dich, entspann dich und lass mich ein bisschen zaubern. Ach so, hinsetzen, okay. Man sieht auch ganz viel. Ah, der Helm ist weg. Okay, und dann können wir einfach alles wieder ändern. So sieht unser Charakter momentan aus.
Ja, was können wir denn eigentlich da mal ändern? Gucken wir mal, Stil. Anti-Held? Warum ist das ein Anti-Held? Ronin. So mit Knopf hinten dran. Haarknoten. Konjunial. Alpha-Männchen. Das sieht aus wie eine Bubi-Frisur. Schmalzlocke. Wilde Mähne. Ach du Schande, das sieht alles aus, wie wenn wir voll die Penner wären. Schmuddel. Zottel. Bell. Gucken wir uns einmal. Oh. Das ist ja richtig ugly. Alpha-Dschungel, wer kommt auf sowas? Special Forces.